BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Ihr Reisefilm Weit machte Gwen Weiser und Patrick Allgeier deutschlandweit berühmt. Seit 1,5 Jahren lebt das Paar aus Freiburg mit Freunden mitten im Wald und verwirklicht dort ein alternatives Wohn- und Kulturprojekt. Die beiden Weltreisenden von einst sind sesshaft geworden. In einer ehemaligen Psychiatrie in Kirnhalden im Landkreis Emdingen haben Gwen Weiser und Patrick Allgeier eine neue Heimat gefunden. Wie es ihnen dort ergeht, wie sie vorankommen mit der Verwirklichung ihrer Vision, erzählen sie im Podcast. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Gwen, hallo Patrick. Hi. Und wir duzen uns weiterhin. Wir kennen uns schon viele Jahre. Was ist passiert in Kirnhalden? Oder erstmal, seid ihr schon heimisch geworden dort? Ja, wir sind September von einem Jahr eingezogen, also schon fast 1,5 Jahre da. Und ich würde sagen, die ersten Monate waren schon sehr dem gewidmet, einfach den Ort auch irgendwie heimisch zu machen. Und jetzt so die letzten Monate strecken wir auch immer weiter die Fühler ins Umland aus. Und es ist total schön, auch da einfach viele neue Dinge zu entdecken, Menschen kennenzulernen und sich heimisch zu fühlen. Also ich würde schon sagen. Total. Und ja. Am Anfang sind wir noch zur Miete eingezogen und zwischenzeitlich konnten wir den Ort dann auch kaufen. Mhm. Und ja, ich glaube, spätestens da hat es auch echt nochmal so einen Switch gegeben und wir waren dann offiziell auch da als Genossenschaft. Genau. Wir sprechen gleich auch über die Zukunft und aktuell. Ja. Wir wollen auch mal zurückschauen noch, weil nicht alle haben das vielleicht so intensiv verfolgt. Es läuft ja auch noch viel im Verborgenen ab. Im Wald. Ist noch nicht genau im Wald. Vor rund 4 Jahren hat alles angefangen mit einer Vision. Fernab der Freiburger Immobilienblase wollen Gwen Weiser und Patrick Allgeier mit Freunden auf eine andere Art wohnen. Wohnen in einer Gemeinschaft. Ich suche in Gemeinschaft eigentlich einen mutigen Start, Gesellschaft neu zu denken. Ich verspreche mir ein ökologisch effizienteres Leben, als ich es allein stemmen könnte. Ich glaube, wenn ich mich entscheide, in eine Gemeinschaft zu ziehen, dann umfasst das mein ganzes Leben. Sich Sachen teilen, Aufgaben teilen zu können, nicht alleine dazustehen. Es wird hart, aber es wird auch gut. In zahllosen Arbeitssitzungen wird geplant und durchgerechnet. Jetzt ist es uns voll wichtig, euch nochmal so mitzunehmen in die Gedanken, die uns dann dazu kamen, wenn wir das so durchrechnen. Genau, ich weiß nicht, inwieweit es da jetzt ein Bedürfnis gibt, da jeden einzelnen Punkt nochmal durchzugehen. Wenn man sich für Gemeinschaftsleben entscheidet, entscheidet man sich für viel Plenum und viel Verkopftheit. Ich finde es dennoch gut, dass wir uns diese ganzen Gedanken machen. Ich finde, man lernt sich dabei auch sehr gut kennen. Es kann jetzt ganz schnell sehr konkret werden. Es wurde konkret. In Kirnhalden, im Landkreis Emdingen, steht seit 6 Jahren ein Gebäudekomplex leer. Mitten im Wald. Es ist eigentlich genial, weil ich sehe hier alles, was wir uns ausgedacht haben. Ja. Ich denke, das Hauptding hier ist so, könnt ihr euch mit dem Tal und der Tallage arrangieren und kriegt ihr das irgendwie vielleicht mit der Straße freundlich geregelt. An den Bauwerken werdet ihr nicht scheitern oder an den Finanzen. Oh, Hammer. Hammer. Das ist ein bisschen wie Geburtstag haben, oder? Es ist Ende Oktober. Wir sind auf der Suche nach der Sonne. Ein spezielles Unternehmen. Was passiert? Wir haben Sonne auf dem Osthof. 10 Uhr 26, 40 Sekunden. Aber mal ganz ehrlich, also so richtig Sonne würde ich es jetzt auch noch nicht nennen. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Okay, ich füge eine Ereignisspalte ein. Sonnenstreifen. Tja, Mira, ziehst du hier ein? Ich ziehe nicht ein wegen dem Ort, aber ich ziehe ein wegen den Menschen, die hoffentlich mit mir hier einziehen werden. Also ich stelle es mir eigentlich so vor, dass wir hier eigentlich alles abreißen. Ich denke, alles platt machen und dann denken wir eigentlich so an so drei Türme. Einer ganz verglast und nebendran halt dann große Dachterrassen, Helilandeplatz. Man hat halt keinen Empfang hier in Kirnhalden, aber ganz hinten auf dem Dach
vom letzten Gebäude kann man einigermaßen telefonieren. Also, perfekt. Habt ihr den Helikopter-Landeplatz inzwischen verwirklichen können? Es war das Erste, was wir gemacht haben, natürlich. Gleich neben dem ICE-Bahnhof und neben dem Stadion. Aber noch wichtiger, habt ihr die Sonne gefunden? Also, wir haben tatsächlich die Stadt Kenzing hat, muss man eigentlich eher sagen, hat ein paar Bäume gefällt hinterm Haus. Das war schon lange überfällig. Das war auch wegen Abstand und einfach auch dem Zustand der Bäume notwendig. Und das hat schon sehr viel mehr Licht gebracht. Und wir haben das Glück, dass wir in Süd-Nordtal sind. Das heißt, wir haben auch im Winter, auch wenn die Stunden begrenzter sind als jetzt so unten in der Ebene, wir haben auf jeden Fall trotzdem auch immer ein paar Sonnenstunden. Ja. Und zum Telefonieren müsst ihr immer noch aufs Dach steigen, oder? Tatsächlich haben wir immer noch keinen Handyempfang, aber wir haben Internet und Kontakt zur Außenwelt. Okay. Ja, gibt ja viele Möglichkeiten. Wir sind erreichbar. Ja, was hat sich sonst noch in den vergangenen 15 Monaten getan? Ich habe jetzt auch gerade noch mal realisiert, was eigentlich alles, was wir alles gemacht haben. Also wir waren am Anfang ja noch total in der Planungsphase, wo noch nicht mal klar war, wo es uns hinverschlägt. Und dann nach Kirnhalden zu kommen, da gab es erstmal ordentlich was zu tun. Die Gebäude und die Räume standen ja teilweise schon 4, 5, 6 Jahre leer und sahen dementsprechend aus. Also wir mussten erstmal so grundrenovieren, sanieren kann man es noch gar nicht nennen, um überhaupt mal einziehen zu können. Ja. So einen Start zu haben, ja. Und genau. Da ist einfach wahnsinnig passiert, also viel passiert in den Gebäuden, dass es wohnlich ist, sodass wir jetzt mit momentan 14 Leuten, 14 Erwachsenen, 5 Kinder, dort gut leben können. Also genau, der Zeithorizont so nach vorne wird noch sehr lang sein und viel zu tun, aber genau das, was jetzt schon passiert ist, ist einfach, ja, dass wieder Leben am Ort ist, das merkt man einfach total, sowohl in den Gebäuden als auch drumherum. Da waren ja teilweise Wiesen. Das war ein richtiges Geisterhaus. Ja, tatsächlich 6 Jahre mehr oder weniger Leerstand. Eine Person hat da so ein bisschen drauf aufgepasst. Mhm. Unser auch mittlerweile immer noch Nachbar, der ist geblieben sozusagen, den haben wir mit übernommen. Ein Künstler, genau. Aber auch sonst voll viel Organisatorisches, also auch das strukturell auf die Beine zu stellen, auch dann unsere Arbeitsgruppen zu gründen und dann gar nicht unbedingt nur von Gebäude und Landschaftspflege drumherum, einfach auch, wie machen wir das mit den Autos, mit den Kassen, also mit dem Einkauf und so. Mhm. Wir hatten davor ja noch nie in so einer großen Gruppe zusammengewohnt, kannten das aus dem WG-Kontext, aber haben dann einfach viele Sachen entwickelt, für den Alltag. Sind denn Bewohner ausgezogen in der Zwischenzeit? Die schon mit uns hingezogen waren? Nee, wir sind alle noch dabei. Tatsächlich die, wir wachsen gerade und bis jetzt haben alle durchgehalten und sind geblieben. Und wie viele kamen dazu? Wir sind letztes Jahr eingezogen 7, dann ziemlich schnell waren wir 9 und dann kam jetzt nochmal ein Schwung Menschen im Sommer dazu. Oh. Und genau, mit Perspektive darauf, dass wir auf jeden Fall noch weiter wachsen, deutlich. Also das ganze Projekt ist ausgelegt auf 50 Erwachsene plus eine Summe X an Kindern. Genau, wir sind gerade 15. Es braucht jetzt erstmal aber noch ganz viel Sanierungen und überhaupt Erschließung von Wohnraum auch in Gebäuden, die momentan einfach noch nicht dafür gemacht sind. Da reden wir noch drüber natürlich. Kommen viele Anfragen, haben viele Interesse bei euch einzuziehen? Ich würde sagen, so in der Oberfläche schon. Ja, genau. Wenn dann Leute vorbeikommen, merken sie, glaube ich, relativ schnell, dass man das nicht so, wenn dann ein Gefühl da ist, zu sagen, okay, ich habe auch Lust auf sowas, dass es weit mehr ist und viel komplexer. Und genauso gehen wir eigentlich auch damit um, dass es nicht ein Zwischenmiete-WG-Zimmer, wo man sagt, ach, ich ziehe jetzt mal ein halbes Jahr ein, sondern es ist schon, also wünschen wir uns und ist auch eher unsere Art schon auch was Längerfristiges und ja. Genau, wenn wir von wir sprechen, sprechen wir jetzt immer sozusagen von der Genossenschaft, von den ordentlichen Mitgliedern, die auch diese Genossenschaft mittragen. Und genau, da ist schon der Wunsch auf jeden Fall, dass die Menschen, die dort wohnen und den Ort einfach aktiv nutzen, dass sie auch die gleiche Verantwortung tragen wie alle anderen. Und deswegen ist das Prinzip schon, dass man sich dem Ort einfach erstmal annähert und guckt, hat man wirklich Lust darauf, weil es ist schon auch eine herausfordernde Sache, so ein großes Wohnprojekt. Es wird manchmal sehr romantisiert, sage ich mal, so dieses, und dann wohnen wir alle zusammen und dann wird es total schön. Ist es, aber es ist auch einfach eine sehr große
Aufgabe, die man sich da nimmt und viel Verantwortung. Und genau, deswegen ist ganz bewusstes langsames Herantasten. Und dann gibt es einfach viele Leute, die dann auch schon merken, so okay, in diesem Ausmaß ist das doch nicht mein Ding. Aber es gibt viel Interesse, ja. Ihr seid ja auch mit einer Euphorie dahin. Mhm. Was ist von dem noch geblieben? Oder ist mittlerweile immer so im Alltag drin und auch in, also ich meine, es ist ja auch ein Haufen Arbeit, was ihr da leistet. Ja. Das ist, glaube ich, beides. Mhm. Also man kann das schnell auch mal wieder in der Summe der Aufgaben mal kurz wieder vergessen und dann kommt es aber auch wieder zurück. Und für mich passiert es vor allen Dingen, wenn der Ort belebt ist, also wenn wir Veranstaltungen machen und Leute da hinkommen und ich einfach merke, okay, dieser Ort, der lag am Anfang so brach und war irgendwie so halb tot und jetzt ist er wieder voller Leben. Und auch wenn ich die Kinder sehe, was die einfach für eine Spielwiese haben und wie viel Platz und Natur die haben, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Oder dann kommt diese Euphorie und einfach, ja, dass wir da gerne sind und das richtig gemacht haben, die Entscheidung dahin zu ziehen, kommt auf jeden Fall wieder. Ich würde sagen, hängt auch immer ganz viel von der eigenen Stimmung ab. Also wenn ich gerade irgendwie gut bei mir bin und es mir gut geht, dann weiß ich voll, das ist das, was wir uns für unsere Familie gewünscht hat, was ich mir auch für mich wünsche. Und klar, wenn man irgendwie eine Phase gerade hat, wo es alles ein bisschen beschwerlicher ist, dann kann einen diese Aufgabe, Wohnprojekt schon auch überrollen und sich sehr schwer anfühlen. Aber ich würde sagen, unterm Strich sind wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren immer und immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass das schon das Richtige für uns ist und dass es Sinn macht. Ja. Wie sieht momentan euer Alltag aus? Wir haben ja mittlerweile 3 Kinder, das heißt, die spielen natürlich eine wesentliche Rolle. Und ansonsten ein bisschen selbstständiges Arbeiten. Ich bin da mittlerweile in der Sexualpädagogik, also ich gehe in Schulen und gebe Workshops. Und studierst? Und studiere nebenher noch Teilzeit. Oder was heißt nebenher? Das ist schon auch ein wesentlicher Punkt in meinem Leben gerade. Und dann schon auch eine Komponente, die halt wirklich dem Projekt zugutekommt. Also Veranstaltungen organisieren, in Plena sitzen, in Arbeitsgruppen. Auch der soziale Kontakt ist total wichtig, weil das natürlich auch ein großer Punkt ist, was so ein Leben dort ausmacht. Ja, wie gestaltet sich so das Zusammenleben? Das ist ja, also eine WG kann schon anstrengend sein, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wie muss man sich da organisieren? Ja, aber WG trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Ich würde sagen, wir sind eine WG, die sich halt sehr gut oder eng organisiert. Und ja, es sind einfach Freundschaften und wir verbringen den Alltag und natürlich arbeiten einen großen Teil zusammen. Und das verbindet total und das macht mega Spaß. Für die Kinder ist es total cool, weil die so ein bisschen gefühlt in so einer großen Familie aufwachsen. Die haben viele Onkels und Tanten. Ja, total. Viele Bezugspersonen tatsächlich. Ziemlich viele, genau. Und es ist immer was los. Obwohl wir schon auch bewusst darauf achten, dass sie so ihr Nest haben. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel schon unsere eigene Wohnung sozusagen in dem Ganzen. Wir kriegen jetzt auch bald eine kleine Küchenzeile rein. Das haben wir uns noch gewünscht, dass wir auch so ein bisschen eben den Kindern auch so ein ganz klares Nest geben können. Aber die haben schon auch enge und auch gut gepflegte Beziehungen zu den anderen. Wie offen sind eigentlich die Räume oder euer Wohnbereich? Gibt es da Klingeln oder das nicht? Nee, das ist dann schon. Das ist schon eher wie eine kleine Wohnung in der WG. Also das ist letztendlich ein Flur mit Zimmern und da wohnt auch noch eine andere Person mit uns. Das Treppenhaus ist offen und so, genau. Also Und das wollen wir auch bewusst schon so leben, aber trotzdem tut es einfach gut, wenn wir punktuell unseren Rückzug haben und auch tatsächlich geht das auch fast allen so, die dort leben, dass man schon auch diesen Wunsch nach so einem eigenen Raum auch weiterhin hat, egal in welcher Lebenssituation. Und da wird schon drauf geguckt, dass wir den irgendwie auch allen ermöglichen. Ja. Und ihr habt eine große Gemeinschaftsküche dann auch noch und habt einen klaren Plan, wer da an der Reihe ist. Genau, also wir haben einen Kochplan. Ich habe heute gekocht, und die anderen Tage kocht jemand anders. Und so teilen wir uns auf. Ja. Und so haben wir auch, wir haben einen großen Putzplan, also letztendlich wie in der WG auch. Nur, dass es noch mehr, Hausmeisterei-Sachen mit und Gelände und ist es dann nochmal eine Nummer größer, weil wir ja auch gleichzeitig noch die Hausverwaltung sind und nicht nur die WG. Ja.
Und viele Sachen versuchen wir schon auch bewusst sehr solidarisch zu gestalten, also zum Beispiel die Essenskasse, so, aber auch unsere komplette Mobilität ist solidarisch gestaltet. Das heißt, wir machen Bieterrunden und gucken, dass das Geld zusammenkommt, was es braucht, und alle zahlen in den Topf, und wenn es nicht reicht, dann wird praktisch noch eine Runde gedreht und alle zahlen nach, und so wird das Geld zusammengetragen, was es braucht, für, um die gemeinsame Mobilität zu finanzieren, auch um die Miete zu finanzieren. Also momentan ist das ganze Mietsystem auch solidarisch geregelt. Mhm. Könnt ihr das mal nochmal beschreiben, wie ihr die Mieten, wie ihr das organisiert habt? Ja, also wir sind ja eigentlich eine Genossenschaft. Das heißt, wir haben alle Anteile in die Genossenschaft eingezahlt, die dort liegen, die man aber auch wieder kriegt, wenn man austreten sollte. Und wir zahlen daneben einfach noch eine Miete an die Genossenschaft. Und diese Miete, die gezahlt wird, plus die Nebenkosten, das ist eben solidarisch gelöst. Das heißt, wir gucken nicht nach, wer hat wie viel Quadratmeter oder wer wohnt in welchem Luxus oder bei uns eben nicht Luxus, gerade noch zumindest auf jeden Fall, sondern wir gucken einfach, wer kann wie viel geben, um uns gemeinsam das Wohnen da zu ermöglichen. Und dann kommen da ganz unterschiedliche Beträge für ähnlich große Zimmer oder so herum. Gab es da auch schon mal Diskussionen oder werdet ihr euch da schnell einig? Nee, also ich glaube, wir kennen uns da ganz gut, haben ein gutes Vertrauen, haben, glaube ich, auch genug andere Aufgaben für sowas. Genau. Wir haben aber auch schon mal uns ein ganzes Wochenende mit dem Thema Geld gewidmet, haben allen die Möglichkeit gegeben, auch zu erzählen, aus was für einem Hintergrund sie kommen in Bezug auf Geld, haben uns da auch komplett transparent gezeigt, und würde ich sagen, da sind da relativ offen und ehrlich miteinander, und das löst dann schnell irgendwie eine Empathie einfach aus und ist dann nicht so eine Geheimniskrämerei, so ich weiß ja gar nicht, was du verdienst oder so, sondern es ist einfach klar auf dem Tisch. Wo kommt der Ring schon wieder her? Genau. Und es macht ja auch einfach Sinn. Ich meine, warum, wenn man sich nochmal genau anschaut, warum sollte man auf jemanden iregendwie sauer sein oder einen Groll hegen, wenn man weiß, die verdient einfach die Hälfte oder... Also wenn man die anderen wirklich kennt und weiß, aus welcher Situation sie kommen, dann macht das System einfach irgendwie total Sinn. Ihr macht ja viele Arbeitskreise, um euren Alltag bewältigen zu können. Das stelle ich mir schon auch teilweise sehr mühsam vor, oder irre ich mich da? Ja, wir nehmen es auch viel mit Humor zwischendrin, das finde ich auch immer ganz wichtig. Also es ist auch, es ist nicht nur durchgetaktetes Arbeiten, sondern wir haben da oft auch viel Spaß. Also, du könntest ja auch Stammtisch nennen. Ja, genau. Aber klar, es ist natürlich sehr omnipräsent. Also, es ist letztendlich, glaube ich, braucht man auch eine gewisse Vision und irgendwie eine gewisse Idee am Leben irgendwie, um da drin zu leben. Und das macht einfach total Spaß, da einfach so ein größeren Sinn einfach auch drin zu sehen und die Sachen entwickeln zu sehen. Und natürlich ist es Arbeit, aber ich glaube, das ist wenn wir es jetzt mit der Reise vergleichen, war das auch mega intensiv und was das Energie gekostet hat auf eine ganz andere Art und Weise, haben sich die Rahmenbedingungen irgendwie geändert, aber es ist trotzdem ähnlich. Und es ist intensiv, aber davon, In welchen Arbeitskreisen bist du, Gwen? Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, also das ist auch so, würde ich sagen, mein Steckenpferd. Also für mich ist es total zentral, dass einfach Leben vor Ort ist und dass es Andockpunkte gibt für die Region drumherum und Menschen, die Lust haben, einfach Kernhalden auch mitzubeleben. Also ist tatsächlich ja auch in unserem Projektnamen, also Wohn- und Kulturprojekt, schon mit verankert und auch eine ganz wichtige Säule für uns. Also dass wir uns eben nicht so aussteigermäßig so in den Wald zurückziehen und der Gesellschaft den Rücken kehren, sondern dass wir immer wieder Andockpunkte schaffen und irgendwie durch Kulturveranstaltungen eben, durch ein Café, was aufgebaut werden soll, durch einen Seminarbetrieb. Ja, also genau, da ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Ja. Und sonst, du bist noch im Bauen. Im Bau-Uwi, im Kinder-Uwi. Mittlerweile gibt es ein Hühner-Uwi, da bist du drin, genau. Beziehungsweise Geländepflege. Uwi ist die Abkürzung für... Das hat sich ganz am Anfang mal gegründet. UtopienverwirklicherInnen. Es ist einfach ein geläufiger, kurzer Name. Ich
denkt da gar nicht mehr oft drüber nach, okay, was es eigentlich heißt. Aber ja, ich glaube, niemand von uns weiß das wirklich mehr. Aber es war irgendwann am Anfang mal gesetzt, so irgendjemand hat das in den Raum geworfen und dann war das so. Das ist schöner so als Arbeitsgruppe. Rätseln dann mal die nachfolgende Generation, was für eine Abkürzung war das? Was für eine geheime Botschaft? ja, es ist ja dieser Ort Kirnhalden. Das ist ja ich war auch einmal da vor anderthalb Jahren. Ein mystischer Ort, das spürt man noch, da ist so eine kleine Kapelle noch und viel Wald natürlich. Wie habt ihr den Ort mittlerweile entdeckt oder was habt ihr in Erfahrung gebracht? Also Kirnhalden hat tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Ist auch, wenn man so die Menschen in der Region fragt, die kennen das im Prinzip schon so als dieses Ding da im Wald oder so. Also eben gegründet als Kloster, dann war es lange eine Kur, ein Kurort, so ein Kurbad auch mit Schwimmbad damals. Dann jetzt die letzten 60, 70 Jahre war es eine geronnte psychiatrische Einrichtung, das heißt für Menschen mit psychischer oder geistiger Langzeiterkrankung. Und deswegen hat es einfach schon eine total wechselvolle Geschichte. Und für uns ist jetzt irgendwie so, es ist schon auch eine Ehre, jetzt so diesem Ort auch so das nächste Kapitel geben zu dürfen. Eben ein Ort mit so viel Geschichte, wo schon so viel passiert ist. Habt ihr Lieblingsplätze momentan, auch vielleicht mit den Kindern, wo ihr euch hinverzieht oder alleine mal abschaltet? Der Wald ist schon total schön. Das ist ein total schöner Mischwald. Der beginnt ja direkt hinterm Haus. Da ist auch noch ein kleiner Bach, der Kirnbach, der durchgeht. Also ja, ich glaube, es ist die Natur im Allgemeinen so. Man ist draußen, man kriegt die Jahreszeiten richtig krass mit und es ist einfach, wir sehen ab und an Tiere oder spazieren durch den Wald, um Tiere zu sehen. Also ja. Ich mag schon auch den Innenhof einfach. Also es sind ja vier Gebäude, zwei davon denkmalgeschützt und wirklich alt und auch sehr schön, finde ich. Und genau, da ist so ein Innenhof davor und finde ich ein zentraler, schöner Punkt. Ja, das ist jetzt diese sehr, sehr ländliche Idylle. Vermisst ihr manchmal Freiburg, die Großstadt? Die Großstadt Freiburg. also ich brauche das schon. Ich bin deswegen tatsächlich auch gerade glücklich über mein Studium und so die selbstständige Arbeit, dass ich immer wieder einfach auch hierher komme und freue mich einfach auch, das beides haben zu können. Weil ich meine, es ist 30 Kilometer weg, also man fährt schon so sein Stündchen mit Zug und Rad hierher, aber es ist machbar. Also ich glaube, ich würde sie nicht jeden Tag pendeln wollen, aber dadurch, dass ich so 2-3 Tage die Woche das mache, mache ich es richtig gerne und freue mich dann auch über Freiburg. Ich vermisse es tatsächlich weniger. Du bist ja auch in Norsingen aufgewachsen. Genau, ich kenne das ja. Das ist mir einfach zu groß. Aber ich merke es andersrum wieder, wenn ich dann mal in die Stadt gehe, wenn man mich zwingt. Dann genieße ich das total und dann ist es auch gut, mal wieder abzuschalten vom Projekt. Aber dadurch, dass bei uns einfach auch viel los ist und wir jetzt ja auch Veranstaltungen oder eine Party auch letztes Jahr gemacht haben und so, passiert einfach auch viel und aber klar. Ja. Wir haben ist halt noch im Entstehen auch, ne? Genau. Und mal ins Kino zu gehen und so ist natürlich schon noch nicht so ganz möglich bei uns. Und da haben wir den Vorteil natürlich, dass wir durch diesen WG-Kontext auch gut einfach mal das Babyfon abgeben können. Genau. Und dann mal noch Emdingen oder Freiburg. Ein Segen. Unsicher machen, ja. Gwen hat jetzt gerade, du hast erzählt, eben, du studierst jetzt, lernst auch oder praktizierst auch als Sexualtherapeutin. Patrick, du hast ja auch eine große Leidenschaft gehabt und das Filmen. Ja, tatsächlich. Begleiten wir das Projekt jetzt auch mit der Kamera, also wir beide, das bin auch nicht nur ich dann, und sammeln Material und gucken einfach mal, also wenn es am Schluss dann ein bisschen ähnlich wie bei der Reise, da haben wir am Anfang die Kamera auch dabei gehabt, ich brauche das so ein bisschen und mir macht das auch wahnsinnig Spaß und da war ja auch nicht so klar, was am Schluss bei rauskommt. Und genauso halten wir es auch gerade. Wenn das irgendwie ein Film oder ein Rückblick fürs 20-Jährige in Kirnhalden für uns wird und Freunde und Verwandte und so, dann hat sich das, glaube ich, schon gelohnt. Und wenn das aber dann irgendwie doch mal, wenn wir damit mal irgendwann öffentlich gehen, dann sollte es so sein. Aber ist nochmal was anderes. Ist jetzt ja nicht nur unsere Entscheidung, sind ja auch andere noch vor der Kamera und so. Und das müssen wir einfach gucken, wie sich das entwickelt und wie sich das dann auch anfühlt in dem Moment, wo es dann mal
Ja. Und ist auch was anderes, weil es einfach auch jetzt unser Zuhause ist. Also ja. Auf Reise haben wir ja praktisch, sind wir irgendwo hingegangen. Ja. Und jetzt ist es, kommt der Film sozusagen zu uns nach Hause, ist schon auch nochmal ein anderes Gefühl. Also ich glaube, das wird auch einfach so ein bisschen eine Bauchentscheidung dann, wenn das Material da ist. Aber ja, allein jetzt auch den Film nochmal zu sehen, das ist natürlich cool, einfach um ja, zu sehen, was passiert ist. Und uns das persönlich, klar. Ja, genau, für uns, genau. Und ich glaube dafür, ja, allein das war jetzt irgendwie einfach schön, nochmal zu sehen. Der Friedrichsbau oder die Kinos haben noch nicht angeklopft und gesagt, wann kommt denn mal was? Nee. Noch nicht. Ja, ihr habt zwar auch erwähnt, ihr habt eine Genossenschaft gegründet. Was war da der Gedanke dahinter? Warum diese Geschäftsform? Also wir haben lange überlegt zwischen einem Mietshäuser-Syndikatsprojekt und einer eigenen Genossenschaft. Und also der Grundgedanke war einfach, möglichst hierarchiearm letztendlich diesen Ort zu besitzen. Auch einfach, es geht da ja, also die Genossenschaft haben wir, um diesen Ort gekauft zu haben und eben zu besitzen und zu verwalten. Genau, und da war es uns wichtig, dass es eben, dass die Verantwortung, die Finanzen gleichermaßen getragen werden von allen Mitgliedern. Und genau deswegen haben wir uns für das Genossenschaftsmodell entschieden als Körperschaft. Mhm. Ja, und sind damit auch total zufrieden bis jetzt. Also war ein großer Akt, diese Genossenschaft zu gründen, hat auch noch nie jemand von uns davor gemacht. Wir lernen beim Tun sehr viel dazu, aber ja. Ist schon und ein schlaues Modell. Und ihr habt Geld gesammelt. In der ersten Phase habt ihr stolze 1,6 Millionen gesammelt von 104 Investoren. Danke schon mal an der Stelle. Was sind das, einigen Freiburg. Was sind das für Menschen, die euch ihr Geld anvertrauen? Mhm. Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also es waren, glaube ich, die ersten, die dazugekommen sind, waren natürlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sich das angeguckt haben und dann irgendwie auch Feuer und Flamme waren. Und dann hat es immer größere Kreise gezogen. Also die haben das dann weitererzählt. Und klar, wir haben dann, ich glaube, auch durch den Film und auch durch einfach alle Netzwerke, die Leute dann haben, die da wohnen, haben wir oft die Tore geöffnet und die Leute kamen rein. Und ja, da haben wir uns, glaube ich, ganz gut präsentiert oder gut darstellen können, um was es uns einfach geht und was das Konzept ist und wo es hingehen soll in Zukunft. Und ja, da haben Leute dann einfach gesagt, sie finden das gut, in was zu investieren, wo sie wirklich reingucken können, wo klar ist, was passiert. Vielleicht ist es anders als bei einem Fonds oder so, wo man dann irgendwo hin investiert, wo man es, glaube ich, nicht so gut sehen kann, wie sich das, wo das Geld jetzt direkt ausgegeben wird. Ja, und genau, so hat das dann gut funktioniert. Also ihr bietet jetzt nicht viele Zinsen an. Was springt da für die Investoren raus oder was versprechen die sich davon? Also ich glaube, alles Idealisten? Ich glaube, man braucht auf jeden Fall eine Portion Idealismus, um sein Geld da zu investieren. Und ich glaube, was unsere Idee ist, ist eigentlich Menschen, die Geld auf der Bank haben. Das muss nicht wahnsinnig viel sein. Also da reichen ein paar tausend Euro, dass es statt einfach dort gelagert sozusagen ist, in unserer Genossenschaft gelagert wird. Und dort macht es halt Sinn. Und was dann bei rausspringt, ist, dass du an einen Ort gehen kannst, wo du siehst, ach krass, mit meinem Geld kann sowas entstehen. Du kannst Teil davon sein, du kannst bei Veranstaltungen dabei sein und klar einfach auch zu so einem nachhaltigen Gesellschaftswandel irgendwie beitragen und ein mutiges, innovatives Projekt unterstützen. Aber klar, ich sage jetzt mal, wenn man rein betriebswirtschaftlich denkt, ist es natürlich, gibt es andere Möglichkeiten. Aber wenn man Lust hat, einfach Menschen, die Motivation haben, irgendwas anzupacken und zu verändern, zu unterstützen, dann gibt es zum Beispiel unser Wohnprojekt, aber es gibt auch viele andere Wohnprojekte rund um Freiburg. Also wir sind da ja auf jeden Fall nicht die Einzigen. Also auch wenn es zum Beispiel Kirnhalden für Menschen nicht genau passt, aber die grundlegende Idee stimmt, kann man sich da auf jeden Fall informieren. Es gibt tolle Projekte auch rund um Freiburg. Und es funktioniert ja schon seit Jahrzehnten. Also das Mietshäuser-Syndikat ist das beste Beispiel, wurde hier in Freiburg gegründet, hat mittlerweile 140 Projekte deutschlandweit, die genau mit diesem Prinzip einfach immer arbeiten, dass Direktkredite reingegeben werden und dann wieder abgelöst werden und ja, so sich was aufbauen kann, bis es irgendwann selbst so stabil ist, dass es andere Projekte wieder fördern kann. Und genauso haben wir es auch in der Genossenschaftssatzung bei uns verankert, dass wenn wir irgendwann mal, eine schwarze Null schreiben, dass wir dann mit dem Gewinn, den wir erwirtschaften, auch
in ähnliche Projekte investieren und das jetzt nicht irgendwo in irgendeine Tasche reinfließt sozusagen. Und ich glaube, das ist, ja, das zieht, glaube ich, Leute einfach an. Und, ja. Und ich würde sagen, es ist auch ein Impuls gegen so die Immobilienwelt, wie sie gerade in Städten viel lebt. Einfach, dass ja, Familien, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, einfach auch nicht unbedingt mehr eine Chance haben, überhaupt an eine Immobilie zu kommen oder sie geschweige denn zu finanzieren. Und mit solchen Modellen, wie jetzt das Genossenschaftsmodell, ja, ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Und allein diese Idee auch zu fördern, kann auch eine politische Entscheidung sein, auf jeden Fall. Jetzt habt ihr die erste Phase hinter euch, jetzt kommt die zweite Bauphase oder Planungsphase. Mhm. Da geht es dann zum Teil auch ans Eingemachte. Was steht da alles an? Ja, genau. Erste Finanzierungsphase war jetzt vor allen Dingen der Kauf und die Heizung. Mhm. Die Heizung haben wir jetzt umgemodelt auf eine Hackschnitzelanlage von Öl. Und jetzt geht es um die Sanierung, Fenster, Dämmung und ja, vor allen Dingen um den Seminarbetrieb. Das eine von den vier Gebäuden wird Seminarbetrieb werden, um das einfach bewohnbar zu machen. Da ist es momentan faktisch einfach so, dass man da nicht aus der Leitung trinken kann. Da müssen die Wasserleitungen neu gemacht werden, die Heizungsleitungen teilweise auch. Genau. Ein Dach muss neu gemacht werden. Es muss einfach alles gedämmt werden. Also es ist ein großes Paket einfach. Das ist ja alles jetzt gerade auch nicht billiger geworden in den letzten zwei Jahren. Nee, genau. Wir hatten das ganze Finanzierungskonzept aufgestellt vor 2,5 Jahren ungefähr. Da sahen die Zinsen natürlich noch ganz anders aus. Ja. Das ist alles schön aufgegangen am Schluss. Ja, jetzt sind wir in der Situation, dass es eben einfach nochmal eine Runde Direktkredite bräuchte, um diese ganzen Sanierungen anzugehen. Was ist das für eine Größenordnung? Wie viel bräuchtet ihr jetzt? Also eine Million ist es eigentlich. Jetzt haben wir 200.000 gesammelt, sind noch 800.000 ungefähr. Okay, das ist ja fast schon her. Es ist, wenn man auf die Gesamtsumme guckt, was so ein Projekt in der Größe einfach dann doch ja, letztendlich schluckt, ist es überschaubar. Aber klar sind trotzdem Summen, wo immer wieder einem so die Knie anfangen zu schlottern. Und klar, wo man sich natürlich auch immer fragt, wo kommt's her? Und aber wir sind guter Dinge und ich glaube, motiviert genug, dass das schon irgendwie klappen wird. Okay. Gibt es Momente, wo ihr auch mal zweifelt, wo ihr sagt, es ist jetzt doch vielleicht insgesamt mehr Aufwand als erwartet und so eine entspannte Miete in Freiburg hat ja auch was? Naja, das ist auch die Frage, wir haben zwei Eigenbedarfskündigungen hinter uns. Ja. Also klar gibt es Momente, wo einfach nochmal so klar ist, boah, das ist einfach ein Riesenprojekt. Wir wissen, die nächsten 10 Jahre wird da Baustelle sein. Und dass dieses Ziel erreicht wird von, da ist ein laufender Kulturbetrieb, Café und so weiter. Das ist einfach schon noch so, zumindest in der fertigen Version, in ferner Zukunft. Deswegen gilt es halt immer wieder, so die kleinen Schritte zu sehen und auch die dann wirklich zu feiern. Und ja, wenn das gelingt, so diese kleinen Schritte zu feiern, dann würde ich sagen, ist es super, so wie es läuft. Nur das muss man sich beibehalten. Ja. Das ist eine Geduldsfrage letztendlich. Ja. Also ich glaube, dass die Sachen, wie lange sie brauchen, ist am Schluss dann auch ein bisschen egal. Sie werden alle entstehen, aber so dann auch, ja, natürlich möchte man jetzt schon irgendwie große Veranstaltungen machen und die Räumlichkeiten nutzen und mehr Leute da haben und irgendwie spielen und genießen und das, ja. Und es gibt natürlich immer wieder so Momente, wenn irgendwie hier wieder ein Wasserschaden ist oder man irgendwie merkt, boah, hier zieht die Kälte in die unteren Stockwerke und es bildet sich irgendwie so Flugschimmel und was machen wir? Und dann muss man super schnell reagieren und so. Also wir wachsen mit den Aufgaben. Ne? Niemand von uns hat jemals so in dieser Größe saniert oder eben finanziert oder eine Genossenschaft gegründet oder all das, was dazu gehört. Und klar, da kommt man auf jeden Fall auch irgendwann mal an den Rande seiner Kräfte und auch der Fantasie. Aber wir konnten uns bis jetzt immer ganz gut so gegenseitig abwechseln. Ja. Wenn eine Person so war, so boah, Leute. Motiviert die andere wieder. Ja oder geht wieder an die Spitze. Das ist ja auch der Projektcharakter. Also ich glaube, jeder, die mal ein Projekt gemacht hat, es ist nie vorhersehbar. Die Reise war nicht anders. Ich bin froh, dass wir nicht zu zweit sind, auf jeden Fall. Ja, in dem Gebäude, das wäre eine große Aufgabe. Ja. Ja, und man sieht ja auch, Patrick, ihr habt euch ja auch schon integriert in die Gemeinschaft. Ja, genau. Du hast gekickt in Freiamt oder wo war das? Ich habe in Freiamt versucht mitzuspielen in der Halle, genau. Es hat nicht so gut funktioniert. Achillessehne. Habe ich Achillessehne gerissen, ja. Okay. Ja.
Aber es war netter und ich werde wieder hingehen. Ja. Ich wünsche dir gute Besserung und euch beiden weiterhin viel Glück und Erfolg mit eurem Abenteuer. Danke. Danke, dass ihr hier wart. Ja, voll gerne. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.